Wimpern tun weh. Mein Hintergrund verabschiedet sich. Eine Foundation ist runtergefallen. Hallihallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder eure Steffi. Heute habe ich mal meine Favoriten für euch aufgelistet. Ja, man sieht es ja immer wieder auf YouTube. Meine Monatsfavoriten, meine Jahresfavoriten, bla bla bla. Ich bin nicht so ein Typ, der einen Monat lang Favoriten hat, beziehungsweise sich im Monat so viel neu kauft, dass man da direkt Favoriten rausschließen kann. Deswegen habe ich heute einfach mal meine Favoriten of all time für euch zusammengestellt. Ignoriert einfach mal meinen krassen Färbeansatz und vor allem hier, ich habe es versucht zu überdecken, es hat nicht funktioniert. Ich habe mir vorhin frisch die Haare nachgetönt. Ich fühle mich gerade so, ihr glaubt es nicht. Ich wünschte, ich könnte das Make-up einfach drauf lassen und das sehe morgen auf Arbeit immer noch genauso perfekt aus. Naja, egal. Fangen wir an, würde ich sagen. Ich liste euch hier mal ganz kurz auf, welche Kategorien ich mir für dieses Video einfach mal ausgesucht habe. Erstens will ich über meine Lieblingsbücher sprechen. Zweitens über meine Lieblingsfilme. Drittens über meine Lieblingsmusik. Viertens über mein Lieblings-Make-up. Natürlich darf das auf meinem Kanal nicht fehlen. Fünftens will ich über meine Lieblingsserien reden. Sechstens mein Lieblingsessen. Siebtens über meine Lieblings-YouTuber, achtens über meine Lieblingsspiele und neuntens über meine Lieblings-Apps. Genau, bevor wir richtig mit dem Video anfangen, klickt doch noch schnell auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr dieses Jahr keines meiner Videos verpasst, denn dieses Jahr folgen echt viele coole Videos. Von ein paar coolen Videoideen habe ich euch schon erzählt. Die Ideen findet ihr in meinem Video für meine Jahresvorsätze 2019. Das verlinke ich euch jetzt auch gerne mal oben in der Infokarte. Genau, fangen wir an mit meinen Lieblingsbüchern. Mein Lieblingsbuch of all time ist The Secret von Rhonda Byrne. Ich habe schon so oft über dieses Buch geredet und es euch ans Herz gelegt. Wer das immer noch nicht mitbekommen hat, der hat wahrscheinlich irgendwie einen kleinen Schaltfehler. Oder ist neu zu meinem Kanal dazugekommen. Aber auf jeden Fall, The Secret hat mein Leben verändert, meine Denkweise verändert. Ich muss sagen, früher litt ich ein bisschen unter Depressionen, so Teenie-Depressionen. Ich habe sehr negativ gedacht und als ich dieses Buch dann gelesen habe, hat sich das alles schlagartig verändert. Ich habe mir eine komplett neue Denk- und Lebensweise angeeignet und habe dadurch so viele Sachen in meinem Leben erreicht, die ich ohne dieses Buch wahrscheinlich nicht erreicht hätte. Und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall mal ans Herz legen. Das Buch dreht sich im Groben um das Motto Gedanken werden Dinge, um das Gesetz der Anziehung, so Esoterik, wen das interessiert und auch wenn es nicht interessiert, lest euch bitte das Buch mal durch oder schaut euch einfach den Film dazu an, den es dazu gibt. Ich glaube, die ersten 20 Minuten kann man sich auf YouTube frei anschauen. Ich verlinke euch das auch gerne mal in der Infokarte. Gebt euch das auf jeden Fall mal, probiert euch darauf einzulassen. Es ist nicht für jeden was, aber es hilft auf jeden Fall sehr, wenn man in seinem Leben so ein bisschen struggelt und nicht weiß, wie man sein Ziel erreichen soll. Genau, dann habe ich noch zwei weitere Bücher, die jetzt nicht unbedingt zu meinen aller Lieblingsbüchern zählen, aber die ich tatsächlich auch sehr cool und interessant finde. Einmal Get Your Shit Together von Sarah Knight. Das ist einmal das hier. Nicht unbedingt wie The Secret. Es liest sich ein bisschen rude, also ein bisschen, die Autorin nimmt kein Blatt vor den Mund, sage ich mal so. Es ist sehr lustig geschrieben und aber auch so ein kleiner Lebensratgeber, sage ich mal. Man findet darin viele Tipps und Tricks, seinen Alltag zu bewältigen und sein Leben in den Griff zu bekommen. Wie sein Name schon sagt, Get Your Shit Together. Tolles Buch, kann ich auch noch empfehlen. Und jetzt noch ein Buch, was dann schon ein bisschen mehr in die Esoterik geht. Nämlich handelt es sich hierbei um Grenzwissenschaften, was auch ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Speziell handelt es um Wiedergeburt, um den Kreislauf des Lebens, dass man stirbt und die Seele irgendwann einen neuen Körper findet und weiter lernt. Hat viel mit Buddhismus zu tun und das ist halt auch so eine Sache, an die ich schon seit Anfang meines Lebens glaube. Das war immer in meinem Kopf so verankert, dass man eigentlich nie wirklich stirbt, dass die Seele, dass ich immer weiter existiert und wiedergeboren wird. Das ist halt so das Thema, was mich auf jeden Fall sehr geprägt hat. Und das Buch heißt Das Erlebnis der Wiedergeburt von Thorvald Detlefsen. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Es befasst sich halt mit Psychotherapie in Form von Hypnosen und Rückführungen in frühere Leben. Und der Autor hat halt selber Experimente mit Hypnosen durchgeführt und hat halt die Dialoge, die da entstanden sind,
hier aufgezeichnet. Also gibt es hier quasi Interviews mit Leuten, die in Hypnose sind und quasi von ihrem früheren Leben erzählen. Und der hat das Thema halt noch sehr groß ausgeweitet auf, wie kann man bestimmte psychische Probleme bewältigen und beziehungsweise heilen mit Rückführungen in frühere Leben. Und ich finde das Buch auf jeden Fall sehr interessant. Als Teenie habe ich diese Bücher geliebt, und zwar von R.L. Stine. Ihr kennt bestimmt den Film Gänsehaut. Da geht es um diesen Autor, und ich habe diese Fear Street Büchereien geliebt. Ich habe die als Teenie wirklich nur gelesen. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel, die Mutprobe. Vielleicht kennt ihr Fear Street? Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, kommen wir zum zweiten Thema, und zwar zu meinen Lieblingsfilmen. Ich stehe ja eher so auf Weltallzeugs, Fantasy, Science Fiction, so die Drehe. Und einer meiner Lieblingsfilme ist auf jeden Fall Avatar, Reise nach Pandora. Einmal geht es um einen fremden Planeten, dann ist der im Weltraum mit, ich finde die Natur und die Lebewesen einfach so toll da. Mein Hintergrund verabschiedet sich. Was zum Teufel? Forda. Das spielt zwar auf einem anderen Planeten, auf Pandora, aber er kann uns auch super viel beibringen, wie wir mit unserer Umwelt zum Beispiel umgehen. Und dass uns nicht mehr viel bleibt, wenn wir sie bis aufs Letzte zerstören. Ja, vor Avatar Reise nach Pandora kommt bei mir aber auf jeden Fall noch ein anderer Film. Und zwar Interstellar. Ja, geht auch wieder um Weltraum. Ein Astronaut verlässt seine Familie, um ins All zu fliegen, um neue Planeten, auf denen die Menschen leben können, zu finden. Und dieser Film ist einfach nur komplett mindfucking, mindblowing. Einfach mit dieser fünften Dimension, die die Liebe ist, die Raumzeit durchdringen kann. Boah, das ist alles so krass. Und immer wenn der hier von dem einen Planeten wiederkommt und sieht, wie seine Kinder über Video erwachsen geworden sind, Kinder gekriegen haben, der und der gestorben ist. Ich bin so, ich könnte jetzt mal heulen. Das ist so, dieser Film geht zwar lange, aber er ist einfach so unfassbar krass gut. Ich finde die Harry Potter Filme, finde ich auch ziemlich cool. Ich denke mir ständig so, ich wäre so gern in Hogwarts zur Schule gegangen. Ja, kommen wir zum dritten Kapitel, und zwar zu meiner Lieblingsmusik. Wenn ihr meinen Channel schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr auch, was für Musik ich stehe. Mein Genre ist Death Metal mit einem klitzekleinen bisschen Black Metal. Das ist so meins. Je brutaler, desto besser, kann man sagen. Halt so Melodic Death Metal ist schon ziemlich mein Ding. Und ihr werdet es wissen, meine Lieblingsband ist natürlich Distorted 4. Ich konnte sie auch schon ein paar Mal persönlich kennenlernen. Gehe auf sehr viele Konzerte von ihnen und probiere immer das Festival im Jahr mitzunehmen, wo sie auch spielen. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr noch zum Rockharz kommen, weil wir uns dieses Jahr entschieden haben, zum Rockharz zu fahren. Weil einfach das Line-Up saugeil ist, und ich versuche jetzt schon die ganze Zeit, die vom Rockharz hier anzuschreiben und zu posten in irgendwelchen Gruppen. Hey, könnt ihr bitte Distorted 4 auch einladen? Ja, das voll cool! Und die machen einfach richtig schön derben Melodic Death Metal, und das ist genau das, was Mama will. Ich weiß gerade nicht jetzt, wann dieses Video hier online kommen wird, aber am 8. Februar haben Distorted 4 ihr viertes Album released. Drowned by Humanity. Es gibt auch schon 3 Musikvideos. Die Jungs machen nicht nur geile Musik, sie sind auch einfach mega sympathisch. Das sind so richtige Ossis, einfach genau wie ich. Ich komme aus Eisenberg, Thüringen, und ich liebe die einfach. Die sind so toll. Ich verlinke euch das Vorproduktionsvideo vom letzten Album von Dead Horse Rising. Das ist nämlich das perfekte Video, um die Jungs persönlich, auf einer persönlichen Ebene so ein bisschen kennenzulernen, in ihren Humor einzusteigen und einfach mitzukriegen, wie die Jungs so ticken. Und ein paar Musikeinlagen gibt es da auch vom letzten Album Dead Horse Rising. Da kann man so die Musik ein bisschen kennenlernen, kann die Jungs ein bisschen kennenlernen. Das verlinke ich euch in der Infokarte, weil das ist einfach so witzig. Ich glaube, ich bin deren größter Fan. Also das kriegen die auch mit. Also die wissen, dass ich ihr größter Fan bin. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen nervig, aber das ist mir scheißegal, weil die sind einfach total geil. Genau, und wer mir auch noch sehr, sehr gut gefällt in Sachen Musik, was jetzt nicht im Metal-Bereich ist, ich habe in letzter Zeit Ariana Grande so für mich entdeckt.
Mage, das ist eine Göttin. Vor allem die neueren Lieder, die älteren jetzt, so Victorious-Zeiten, sind jetzt nicht so mein Fall, aber zum Beispiel God is a Woman, Seven Rings, No Tears Left to Cry, Dangerous Woman. Ach, das sind einfach so Lieder, oder Braven, oh mein Gott, da bin ich so, oh, da krieg ich Gänsehaut. Das ist, die Frau ist echt der Hammer, wirklich. Kommen wir zum vierten Kapitel, und zwar Make-up. Da habe ich jetzt auch mal ein bisschen Anschauungsmaterial. Ich habe mich ja versucht, bei jeder Kategorie so ein bisschen auf 3, 4 Sachen zu beschränken, aber bei Make-up funktioniert das nicht, Leute. Da muss ich euch auf jeden Fall ein bisschen was mehr zeigen. Fangen wir einfach mal mit Mascara an. Ich habe hier einmal normale Mascara und einmal wasserfeste Mascara. Die normale Mascara, was für mich einfach der absolute Knaller ist, wo es für mich einfach bisher, was ich so ausgetestet habe, nichts Besseres gibt, ist von NYX die Worth the Hype Mascara. Wirklich, ich habe die ausprobiert und es war einfach direkt die beste fucking Mascara, die ich jemals getestet habe, wirklich. Und das Geile ist, die gibt es ja jetzt noch auch in mehreren Farben. Mal schauen, was die Steffi sich da noch zulegen wird. Was ich mir erst neu gekauft habe, aber wovon ich schon über alle Maßen überzeugt bin, ist die Too Faced Better Than Sex Mascara in Waterproof. Die macht nicht nur einen Wahnsinns-Wimpernaufschlag, sondern die hat, dadurch, dass sie waterproof ist, sie hat halt hier drauf so wie Wassertropfen. So 3D-mäßig. Ich finde das so klasse, das Design. Weiter habe ich mir aufgeschrieben Foundation. Und da habe ich jetzt bis jetzt auch die perfekte für mich entdeckt. Das ist die Can't Stop Won't Stop Foundation von NYX. Die ist einfach eine super geile High-Coverage Foundation. Ich kann damit wirklich alles abdecken. Und die Farbe ist für mich auch perfekt. Ich habe jetzt 06 Vanilla. Das ist meine perfekte Farbe für den Winter eigentlich. Mal schauen, ob ich noch eine für den Sommer finde, wenn ich dann so halbwegs gebräunt bin. Und sie fühlt sich auf meiner Haut einfach wahnsinnig gut an. Ich glaube, für trockene Haut ist sie nichts, weil sie halt schon echt, ich glaube, sie ist matt. Dann noch Highlighter. Ich habe ein paar Highlighter, die mir gefallen. Ich habe jetzt nicht so krass viele Highlighter, aber ein paar schon. Aber den ich wirklich immer tragen kann, der immer passt, den habe ich heute auch drauf. Ist der Mary Luminizer von The Born. Foundation ist runtergefallen. Ja, das ist einfach nur ein richtig schöner goldener Champagnerton. Der passt immer eigentlich. Oh ja. So Leute, Lidschatten. Boah, das war schwierig. Ich habe jetzt zwar noch nicht so krass viele Paletten. Ich schwenke allerdings immer mehr auf High-End. Und ja, eine Palette, die auf jeden Fall mein Favorite ist, ist die Huda Beauty Desert Dusk Palette. Die ist einfach so mega schön. Die Farben sind einfach wunderschön. Einmal hat man hier so ein grobes Glitter. Twilight heißt der Ton, glaube ich. Der ist ja einfach mega geil und retro. Ich meine, das sind so Duochrome oder Holographic irgendwas. Ich finde diese Palette einfach super schön. Man kann sie total vielseitig benutzen. Natürlich vorrangig Rottöne. Ist bei Huda Beauty aber ja eigentlich fast immer so, oder? Und dann noch eine Palette, die ich noch nicht besitze. Aber wo ich weiß, dass sie auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingspaletten wird, weil die bekomme ich morgen. Die habe ich mir nämlich auf Kleiderkreisel gekauft. Die war noch fast neu. Und ich habe sie einfach für nur 25 Euro ergattert. Und das Mädel, was die mir verkauft hat, wohnt auch noch genau da, wo ich arbeite und bringt sie mir morgen auf Arbeit vorbei. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Und zwar die Prism Palette von Anastasia Beverly Hills. Leute, dieses Gelb in dieser Palette triggert mich so hart. Und ich kenne ja von meiner Chefin, die hat ja sehr viele Anastasia Beverly Hills Paletten. Die Textur und wie pigmentiert das ist. Und diese Prism Palette, das ist einfach die, die ich am allergeilsten finde. Und ich bin schon so gehypt. Ich kann es kaum erwarten, die morgen so endlich in meinen Händen zu halten. Und außerdem sind auch die Verpackung, die ist so schön samtig. Das ist so wunderschön. Und ich weiß jetzt schon, obwohl ich sie noch nicht mehr besitze und noch nichts damit geschminkt habe, dass es eine meiner aller Lieblingspaletten sein wird. Genau, und jetzt gibt es bei Make-up nur noch 2 Sachen. Von Make-up Factory den Beautifying Lip Primer. Bei mir habe ich es ganz oft, dass Lippenstift oder Liquid Lipstick bei mir hier so in die Fältchen reinzieht und meine Lippen ausgetrocknet drunter sind und ich ganz viele Hautschüppchen habe. Und wenn man diesen Primer drauf macht, dann sieht einfach jeder Lippenstift so geil aus. Egal, welche Textur ihr bei Lippenstiften habt, dieser Primer macht das Beste draus. Und dann können wir gleich bei Lippenstiften bleiben, denn das Letzte, was ich euch jetzt noch von meinen Favoriten im Make-up vorstellen will, sind die NYX Liquid Suede Lipsticks. Und ich finde, die lassen sich einfach so perfekt auftragen, die halten ultra lange.
Und die Textur finde ich einfach auch mega schön. Und die sind so farbkräftig. Das sind wirklich welche meiner allerliebsten Liquid Lipsticks auf der ganzen Welt, wirklich. So, kommen wir zur Kategorie 5, Serien. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so preisgegeben habe, aber ich bin ein Riesenfan von Attack on Titan. Attack on Titan ist ein Anime. Ich glaube, sogar einer der erfolgreichsten Animes überhaupt. Ich bin jetzt nicht so der Manga-Leser, deswegen bin ich so ein Anime-Only. Also ich gucke nur den Anime und der geht so langsam voran, also sehr langsam. Mein Freund hatte die erste Staffel geguckt und dann vergingen ja erstmal 3 Jahre, bis die zweite Staffel rauskam. 3 Jahre! Weil das ist so eine Serie, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Es ist einfach die pure Spannung. Diese Serie, dieser Anime ist einfach der absolute Hammer. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Attack on Titan kennt. Eine andere Serie, die ich auch über alles liebe, ist Stranger Things. Da geht es dann auch wieder um Grenzwissenschaften. Wer hätte es gedacht? Es geht um... Ja, wieso erkläre ich das überhaupt? Ihr müsstet das eigentlich wissen. Wer kennt bitte nicht Stranger Things? Was ist los mit euch? Ein Junge verschwindet und wird von so einem Monster, von einem Demogorgon, in eine andere Dimension entführt. Und probiert dann da irgendwie zu überleben und alle erklären ihn für tot. Und die finden ihn dann wieder und das ist einfach super spannend. Und Elfie, die hier so Telepathie und sowas kann, ist einfach so mein Lieblingscharakter da. Genau, und meine letzte Lieblingsserie, die ich auch jetzt vor ein paar Wochen erst wieder zu Ende geguckt habe, ist schon eine etwas ältere Serie. Und zwar Fringe, Grenzfälle des FBI. Tatarata, es geht wieder um Grenzwissenschaften. Mich zieht es einfach immer so ein bisschen in andere Welten. Kriminalfälle fürs FBI, die in Zusammenhang mit einer anderen Parallelwelt, einer Paralleldimension stehen. Lauter Intrigen, Mordfälle, ganz mysteriöse Sachen geschehen. Einfach wirklich eine der geilsten Serien. So, kommen wir zu sechstens und zwar Essen. Ich liebe Essen. Ich bin ziemlich verfressen, aber es gibt zu viele Sachen. Selbst wenn ich wirklich auf strikte Diät bin, könnte ich dazu nicht Nein sagen. Einmal, wer mich auf Instagram verfolgt, der wird es schon erraten. Pizza. Ich bin ein absoluter Pizza-Freak. Ich liebe Pizza. Natürlich nicht mit Fleisch, logisch. Ich bin ja Vegetarier. Aber so mit Fettkäse drauf und Fungi und mit Spinat und eigentlich einfach alles mit ganz viel Käse. Jetzt habe ich Hunger. Ja, dann, was ich relativ neu letztes Jahr, glaube ich, erst für mich entdeckt habe. Wir haben nämlich auf Arbeit in unserer Straße so einen Vietnamesen, der neu aufgemacht hat. Und der macht Sommerrollen. Hatte keine Ahnung, was es ist. Dann habe ich mir einfach mal Sommerrollen mit Tofu bestellt. Und dann so einen Erdnuss-Soja-Dip dazu. Und ich konnte mich reinlegen. Ich bin süchtig danach. Das macht so unglaublich satt, hat so wenig Kalorien. Und ist einfach so unglaublich lecker. Dann könnt ihr euch natürlich auch mal vorstellen, was bei mir noch ganz oben mitsteht. Ben & Jerry's. Ich bin schon so eine kleine Markenhure. Ich mag auch nicht diese Nachmacher dann hier, wie dieses dänische Zeugs. Ich will wirklich nur Ben & Jerry's. Ben & Jerry's ist einfach Liebe und Leben. Das ist einfach. Es hat unglaublich viele Kalorien und ist unglaublich teuer. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, aber ich kann dann nicht dran vorbeilaufen. Und dann noch mein Lieblingssnack, was auch wieder sehr kalorienreich ist. Von Edeka diese Tortilla-Chips, entweder mit Paprika oder Käsegeschmack. Und dazu dann dieser Hot Cheese Dip von Chio. Orgasmisch. Kategorie 7, mein Lieblings-YouTuber. Da gibt's, also ich habe super viele YouTuber, die ich gerne schaue. Aber die allercoolsten, die ich am liebsten mag, die habe ich euch jetzt hier mal aufgelistet. Einmal haben wir da Naomi John. Sie ist einfach total crazy. Sie kann sich so gut schminken. Sie ist so witzig. Ich liebe sie. Sie ist einfach so unglaublich lustig. Ich liebe ihre Videos. Ich freue mich immer komplett, wenn ein neues rauskommt. Dann Jay und Aria. Die machen Filmfehler und eigentlich alles über Filme und Serien. Die zwei sind richtig coole Dudes und ich gucke mir ihre Videos super gerne an. Dann natürlich, wie könnte es anderes sein, Alicia Marie. Sie ist einfach so sympathisch. Ich liebe ihre Looks. Sie kann sich so gut in Szene setzen. Sie hat ja auch die ersten Next Face Awards in Deutschland gewonnen. Und seitdem kenne ich sie, glaube ich. Als nächstes Chibo, der Kanal. Also Cheng und Sabibo. Das sind einfach so riesen Vorbilder für mich. Die sind so positiv, leben auch nach dem Buch The Secret, genauso wie ich. Und die haben einfach zurzeit das Projekt Villa Chibo. Die wollen halt nach Indonesien, nach Lombok auswandern und sich dort eine Villa bauen. Und das ist auch schon alles im Gange. Und das ist wirklich so das Projekt, was ich zurzeit am allerspannendsten auf YouTube finde. Und Cheng gibt sich auch immer so unglaubliche Mühe mit seinen Drohnenshots und dem Schnitt. Und
Die Videos sind einfach qualitativ echt der Hammer. Und dann jemand, den ich auch schon ewig verfolge, Cold Mirror. Ihr kennt doch bestimmt die Misheard Lyrics mit irgendwelchen Metal- und Liedern oder türkischen Lieder, wo sie dann einfach so kleine Comics hinzeichnet, wie sie die Texte versteht. Einfach so Videos, die sind einfach legendär. Und halt die Harry Podcasts, wo sie den ersten Teil von Harry Potter auseinandernimmt und wirklich total detailreich alles erklärt und ich könnte mir das Ewigkeit angucken. Es ist einfach immer wieder ein Genuss, ihre Videos anzusehen. Dann eine schwedische YouTuberin, Evelina Forsell. Sie spricht in ihren Videos Englisch, kommt aber aus Schweden. Sie ist halt auch so eine bunte Haartante, ne? Sie hat auch die Nordic Face Awards gewonnen, 2017 glaube ich. Einfach auch eine total erfrischende Person. Ich liebe ihre Art und ihre Make-ups und alles und sie ist einfach eine richtig tolle YouTuberin. Eine, die ich noch nicht so wirklich kenne, weil sie halt auch Videos nur hochlädt, wo sie eigentlich nicht drin spricht, also von ihrer Persönlichkeit habe ich keine Ahnung, aber die Art, wie sie die Videos dreht, wie sie sich in Szene setzt, wie sie das Make-up in Szene setzt, ist einfach der pure Wahnsinn. Diese Videos sind so perfekt, auch wenn sie eigentlich kein Wort spricht. Die Rede ist von picturesque. Ich verstehe nicht, wie man so perfekt Video schneiden kann und Video aufnehmen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach so viel Liebe zum Detail. Und das hat viel Anerkennung verdient, finde ich. Und dann noch jemand, den ich auch schon seit komplett vom Anfang verfolge. Wegen ihr habe ich angefangen, meine Haare bunt zu färben und auch YouTube zu machen. Die Rede ist von Verena Marimiu. Früher bekannt unter Verena Schizophrenia. Also, sie war sowohl damals als auch heute ein riesen Vorbild für mich. Sie hat mich früher auf jeden Fall sehr geprägt. Okay, kommen wir zum achten Teil des Videos und zwar meine Lieblingsspiele. Genau, einmal ein Computerspiel, beziehungsweise drei Computerspiele. Also der erste Teil dieser Spielreihe ist einer meiner Lieblingsspiele und zwar die Geheimakte-Trilogie. Der erste Teil ist Geheimakte Tunguska und einfach super spannend. Die Animation ist jetzt, naja, nicht so gut, aber auf jeden Fall Click-and-Point-Adventure, was ich total liebe. Den zweiten Teil, Puritas Cordis, habe ich früher als allererstes gespielt auf dem Nintendo und dann habe ich mir diese Trilogie geholt und das erste Spiel auch gespielt auf dem Computer. Sehr, sehr spannend. So, dann etwas, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, aber mein allererstes Pokémon-Spiel, was ich bisher auch am allerbesten fand, weil es wahrscheinlich, weil es mein erstes Pokémon-Spiel war. Pokémon Diamant. Ja, ich habe halt immer so den Nintendo von meinem Nachbarsjungen geklaut und habe es da drauf gespielt, konnte natürlich nie absprechen, weil es ja sein Spiel war. Und dann hat mir das meine Mama gekauft für mein Nintendo und ich bin so ausgerastet. Ich habe es geliebt und ich wünschte, ich könnte es wieder spielen, aber ich habe kein Nintendo und mir extra jetzt Nintendo 3DS zu kaufen, ich glaube, das würde sich nicht lohnen, weil ich kaum damit spiele. Und heutzutage gibt es ja auch nur noch alles für ein 3DS. Schade. Ein paar Handyspiele dürfen ja auch nicht fehlen. Harry Potter Hogwarts Mystery. Oh, das ist wieder der alte Ladebildschirm. Ja, kennt ihr bestimmt. War ziemlich gehypt vor ein paar Monaten. Ich liebe es auch immer noch. Ich meine, ich habe mir immer gewünscht, in Hogwarts zur Schule zu gehen. Ja, und mit dem Spiel konnte man das tatsächlich. Und die verwunschten Verliese finden. Dann ein Spiel, was eigentlich eher so der Zeitvertreib dient. Bibitan heißt das. Das ist einfach so ein Strategiespiel, so ähnlich wie Tetris. So sieht der Ladebildschirm aus. Vielleicht kennen das ein paar von euch. Das macht halt einfach so süchtig. Man muss halt einen Ball schießen, Bälle schießen und muss die halt in so einem Winkel schießen, dass die so da abprallen, wo man will, damit man Blöcke trifft und die ganzen Blöcke auslöschen kann, bis es unten ankommt, weil wenn es unten ankommt, die Blöcke, dann hat man verloren. Ist das jetzt gut erklärt gewesen? Jedenfalls spiele ich das immer im Zug und das macht so süchtig. Ich zeige euch mal kurz, was ich damit meine. Also hier, ihr schießt einen Ball und die Plusse, da kriegt man halt dann immer neue Bälle. Genau, und man muss halt diese... Blöcke zerstören. Und die neuen Bälle einsammeln. Genau, und das letzte Spiel, was ich euch unbedingt, also ich habe es euch schon so oft gezeigt eigentlich, aber ich habe es als App gefunden und war da seitdem besessen, ich muss das haben, weil es einfach so ein Stück Kindheit ist. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt, weil ich es in meiner Schultasche vergessen habe und der Ton
ausgestützt, deswegen ist es jetzt tot. Aber ich spreche von meinem Tamagotchi. Man guckt doch mal, wie süß es ist. Die Shell mit dem Sternchen. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu meinen Lieblings-Apps. Was für mich auf jeden Fall wichtig ist, weil ich halt noch kein Auto habe und viel mit der Bahn fahre, ist der DB Navigator. Der sieht dann halt so aus. Ja, und das ist halt für mich einfach wichtig, weil ich oft wissen muss, okay, wo steige ich ein, wann kommt mein Zug, bis wohin fährt der, wann ist er da. Dann Kleiderkreisel. Auch eine meiner allerliebsten Apps. Oh, was wäre ich ohne Kleiderkreisel, ganz ehrlich. Alles, was ich habe und liebe, ist von Kleiderkreisel. Ich kaufe nur noch auf Kleiderkreisel, weil ich einfach gar nicht leisten kann, in so einen Laden reinzugehen und dann selbst im Sale noch Unmengen an Geld zu bezahlen. Zum Beispiel, ich habe 2 Parfüms, die habe ich auch auf Kleiderkreisel gekauft, original verpackt und benutzt für die Hälfte des Preises. Ich habe statt 120, 60 Euro bezahlt, Leute. Wenn ich mir irgendwas kaufe, dann gucke ich zuerst, gibt es was auf Kleiderkreisel günstiger? Und meistens ist es ja auch dann noch neuwertig und irgendjemand freut sich, weil er es loskriegt. Perfekt, was will ich denn mehr? Ich verkaufe ja meine alten Sachen auf Kleiderkreisel, die ich nicht mehr haben will. Genau, ich kann euch ja gerne mal hier meinen Kleiderkreisel-Account verlinken, wie ich da heiße. Weil man muss ja nicht mal was bezahlen, um sich Klamotten zu kaufen. Wenn jemand was bei dir findet, was er schön findet, dann tauscht die halt einfach. Das ist doch super geil. Dann eine App, die ich neu für mich entdeckt habe, also die ich früher so gesuchtet habe und jetzt wieder neu für mich entdeckt habe, ist Tumblr. Ich bin halt einfach so ein Tumblr-Girl. Das ist mein Tumblr. Das ist halt echt so, was mir aus dem Herzen spricht. So Bilder, die meinen Kopf erklären und alles zeigen, was ich liebe. Oh ja. Yeah. Tumblr ist halt voll mein Ding. Was ich ganz neu für mich entdeckt habe, ist PixArt. Genau, PixArt. PixArt habe ich neu lieben gelernt, meine Bilder zu bearbeiten für Instagram. Halt einfach auch mit diesen unscharfen Herstellen. Und das war's tatsächlich. Ich denke, das Video ist mal wieder super lang geworden. Es tut mir unglaublich leid. Ich quatsch immer so viel. Aber ich kann einfach nicht anders. Genau, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr einige von den aufgezählten Sachen genauso liebt wie ich. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt. Und natürlich, wie am Anfang schon gesagt, ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, damit ihr dieses Jahr keine Videos mehr verpasst. Ich verlinke euch hier nochmal meine Social Media Kanäle, da dürft ihr mir auch gerne folgen, Instagram, Tumblr. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall dranbleiben, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!